Ihr habt jetzt also eure Zungenspitze halbwegs unter Kontrolle und ihr könnt in den Pausen zwischen den Tönen auch wirklich die Luftspannung halten. Dann geht es weiter. Das Spiel heißt, ich spiele einen Viertelton und eine Viertelpause. Und in dieser Pause halte ich die Spannung. Wenn ich danach einen neuen Ton anspiele, möchte ich diesen Ton so rein und schön klingen haben, wie er irgendwie auch nur klingen kann. Während dieser Pause kann ich aber so viele hässliche Dinge tun, die mein gesamtes Klangbild zerstören, ja, dass das nächste Ergebnis mich zur Weißglut treibt. Es gibt Töne, die funktionieren ganz einfach, aber es gibt eben Töne, die sind auch etwas schwieriger. Ich spiele euch das mal chromatisch nach unten vor und ihr werdet sofort merken, wie es auch bei mir nicht immer hundertprozentig klappt. Und dann werde ich euch erklären, wie man das beseitigen kann. Ich stelle mir jetzt einen imaginären Rhythmus vor, denn wenn ich sage Viertelton, Viertelpause, muss ich ja irgendwie wissen, was eine Viertel ist, aber dafür brauche ich kein Metronom. Es muss nicht tausendprozentig genau sein. Ich beginne beim Ton A1. Das war jetzt schon gar nicht schlecht für meine Verhältnisse, weil ich ja mich vorher gar nicht einspielen konnte. Aber ihr hört schon, dass in der tiefen Lage immer ein bisschen mehr Luft in den Ansatz hineinkommt. Ich kann euch aber nochmal vormachen, was bei vielen immer wieder passiert und auch bei mir, wenn ich vielleicht ein schlechtes Blatt habe, wenn ich eben nicht genau darauf achte, dass mein Ansatz völlig bewegungslos bleibt. Dann passiert nämlich das in der tiefen Lage. Das kennen vielleicht einige von euch. Und das hat damit zu tun, dass ihr in der Pause den Ansatz spannt. Ihr macht den Mund zu. Die Ansatzposition bleibt aber O. Ihr macht daraus ein kleines O. Ne? Ihr denkt quasi ein kleines M. Was auch immer ihr tut, ihr drückt gegen das Blatt. Und beim nächsten Anstoß ist das Blatt zu nah am Mundstück. Es entsteht kurzzeitig die Oktave oder sogar die überblasene Quinte, wie bei mir, wie ich es eben vorgemacht habe. Diese Übung ermöglicht euch schrittweise zu realisieren, dass der Ansatz still bleiben muss. Also nicht, sondern. Ihr beendet den Ton, indem ihr mit der Zungenspitze wieder ans Blatt geht. Wichtig. Also nicht den Ton verklingen lassen, so im Off, sondern wirklich die Spannung halten. Der Ton ist immer gleich laut. Und wenn die Pause erklingt, er klingt ja nicht, sondern wir stellen uns nur vor, da wäre ein Ton, haben wir exakt die gleiche Atemspannung. Wenn ihr das jetzt durch die Lagen übt, werdet ihr merken, in der Mitte ist alles relativ schnell beherrschbar und in den Außenlagen wird es dann immer komplizierter. Denn der Ansatz möchte gerne mit, aber er soll ja nicht. Viel Spaß beim Üben und wo kommen die überhaupt her?